Willkommen zu einer neuen Ausgabe One Continue Challenge. Heute wird es richtig heiß und zwar mit Biker Mice from Mars für das Super Nintendo. Ein wahrscheinlich ganz solider Racer. Ich habe ihn hier und da mal angespielt, aber noch nie sehr damit beschäftigt. Also wird es Zeit mal zu gucken, wie weit komme ich mit einem Continue. Vielleicht schaffe ich sogar einen ganzen Cup. Bis gleich nach dem Intro. Willkommen zurück zu Biker Mice from Mars. Hat sogar auch Passwortsystem, zwei Spielermodus, unfassbar toll. Main Race, Battle Race, Practice. Ich mach gleich mal Main Race. Normal. Das ist sogar die Sound Samples. Kann ich aussuchen? Oh, das Spiel wird sehr von Snickers gesponsert. Throttle, Modo oder Winnie. Limburg, Grace Pit, Garbunkel. Ich muss sagen, als Kind stand ich immer sehr auf Winnie, weil den hatte mein Cousin als Spielzeug. Ich hatte nichts vom Biker Mice, er hatte ein paar Sachen. Drei Bösewichte und Winnie mit Motorrad und war einfach sehr, sehr cool. Heutzutage finde ich fast Modo eigentlich noch cooler mit seiner Maschine, der Anführer. Okay, ich weiß eigentlich gar nichts, vielleicht hätte ich doch Practice machen sollen, aber nee. Oh mein Gott, die Musik ist ja mega gut. Hält der einen Snickers in der Hand? Ach, Shop, aber ich habe wahrscheinlich noch kein Geld, ja, nee. Nee, ich habe gar nichts. Okay, los geht's. Das ist so, jetzt nicht so wie Mario Kart von der Perspektive, sondern eher so wie Rock'n'Roll Racing oder Micro Machines. Ja, wobei Micro Machines hat eher Draufsicht. Das hat eher isometrische Sicht. Komm, Winnie, gib Gas. Aussehen tut's halt schon richtig cool. Als ich damals gelesen habe, es gibt ein Biker Mice from Mars Spiel, so Anfang der Internetzeit bei mir, vor 20 Jahren, dachte ich mir, oh mein Gott, das muss ich unbedingt spielen. Dann war ich erst ein bisschen enttäuscht, dass es halt nicht wie Turtles in Time Brawler ist. Aber ich meine, es geht um fahrende Mäuse auf Motorrädern. Natürlich muss man da ein Rennspiel machen. Ich meine, ist ja völlig klar. Ich kann auf Y sogar hüpfen. Oh, jetzt nicht mehr. Anscheinend war das begrenzt. Aber spielt sich richtig gut. Ah gut, steht ja auch Konami drauf, ne? Okay, oben rechts habe ich jetzt ein Item. Sieht nach Nitro aus. Das benutze ich mal eher jetzt nach der Kurve. Oh ja, ist Nitro. Ist wahrscheinlich auch kein billiges Spiel mittlerweile, kann ich mir vorstellen, weil Biker Mice, ich kannte keinen, der das damals hatte, obwohl jeder den Cartoon kannte und eigentlich auch mochte, weil es eine coole Alternative zu den Ninja Turtles war. Da kommen ja jetzt auch neue Figuren raus, die hat man auf der San Diego Comic Con gesehen, sogar mit Motorrädern. Komm schon. Ist ein bisschen tricky oft, wenn man noch nicht weiß, welche Items da lauern und was die Gegner können. Weil da kann es ja immer mal wieder so einen Mario Kart ähnlichen blauen Panzer geben. Ich hab wieder Geld. Schadet ja nicht, weil dann kann ich im Shop mein Motorrad auftunen. Ah, ist das herrlich, das Spiel. Wird mich zwar noch früh genug in den Arsch treten, aber es ist wirklich, wirklich toll. Gibt ja auch einen Power Ranger Racer, der ist ja auch nicht verkehrt. Zio Battle Racer oder so. Meine beste Zeit. Oh, die Musik. Konami. Even winners need something to satisfy the... Ah, Werbung. Snickers. Okay, ist ja echt wirklich präsent, die Snickers. Werbung. Wie viel Cash? Oh, ich glaube, ein Motor kostet schon 2000, ne? Boah, Motor sogar 5000. Food. Ich mach einfach mal Reifen. Wird schon irgendwas bringen. Reicht's noch für irgendwas? Nee. Boah, ich mag das Spiel jetzt schon. Oh, die sieht mit sehr viel Sprungschanzen aus. Diesen Professor da unten links, den hatte mein Cousin auch als Bösewicht, als Actionfigur damals.
Vorhin konnte ich auf Y springen, das traue ich mich jetzt nicht drücken, weil danach, vorhin war es bei 3-4 mal springen vorbei. Ich glaube, das ist wie so ein Notfallknopf. Ne, jetzt ging auf Y gar nichts. Okay, okay, okay. Dann war das echt irgendwie nur ein Power-Up. Und hab's noch nicht gesehen, dass es da sowas wie Power-Ups gibt. Quasi immer, wenn ich durchs Ziel war, bekomme ich eins. Und immer Cash. Ja gut, schadet ja nicht. Hilft zwar während dem Rennen nicht viel, aber nach dem Rennen hat man halt Cash. Habe auch gar nicht so geachtet jetzt auf Statuswerte im Vergleich zu den Fahrern. Könnte man bei Winnie vorstellen, er hat vielleicht eine schnelle Beschleunigung, aber keine hohe Endgeschwindigkeit. Weil meistens sind ja bei so Racern die Tanks, wie jetzt der Bösewicht hier, die halt recht korpulent sind, haben meistens eine langsame Beschleunigung, aber eine hohe Endgeschwindigkeit. Wie zum Beispiel bei Mario Kart, der Bowser hat. Aber das Spiel hätte mir als Kind wirklich gefallen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, hätte mir das meine Mutter mitgebracht. Hey, hier ist das neue Biker-Mais-Spiel. Ja, danke, Mama. Weil die Musik geht jetzt schon recht ins Ohr. Wahnsinn, was Konami einfach geliefert hat. Biker-Mais, Turtles, Tiny Toons, Bucky O'Hare. Gefühlt jedes coole Franchise. Schon wieder Geld. Hier und da mal ein bisschen Nitro wäre ganz cool. Da ich schon eigentlich gerne mal ein bisschen Abstand rausfahre. Oh, da kommen sie, da kommen sie. Oh, es sind auch wunderschöne Sprites. Oh, shit. Ich habe eine Schultertaste gedrückt. War wohl mein Fehler. Ach, jetzt war ich dieses ekelhafte Viech vom Professor. Oh mein Gott, das kostet mich den Sieg. Oder? Fein Lab, ja, mein Gott. Habe ich jetzt wenigstens Nitro? Ja. Ah, da muss ich die Gerade abwarten. Okay, noch zwei Kurven. Okay, fies. Fies, fies. Hallo? Oh mein Gott, das war's schon. Ich hab verkackt. Ich hätte gedacht, einen Cup schaffe ich schon. Oh. Oder es zählt zusammen und es ist wichtig, wer am Schluss am meisten hat. Anscheinend geht's weiter. Ich bin ja immer noch ganz gut im Rennen eigentlich. Dritter. Es dürfte ja reichen, oder? Oder wird man gleich wie bei Mario Kart disqualifiziert? Money, 1600, ja, das ist völlig egal, ich brauche mehr. Die sieht ja eigentlich ganz einfach aus, aber hat wahrscheinlich viele Tücken. Vor allem geht es jetzt mal gegen den Uhrzeigersinn, oder? Ja, sieht so aus. Zumindest kann ich hier nicht runterfallen, wie es aussieht. Aber der Professor ist fies mit seinem Buddy, in den er mich verwandeln kann. Ja, dachte ich mir schon, dass hier ein paar Fallen lauern. Ich kann auf den Schultertasten quasi dashen und auch noch so einen Trick machen, wenn ich blöd klick. Aber irgendwie... Oh, also der ist echt nervig, wenn der neben einen fährt. Okay, das Snickers ist Unverwundbarkeit. Was auch sonst. Irgendwie funny, dass das Snickers so präsent ist und sogar ein Item ist. Also es ist schon ein bisschen knackig. Es ist zwar nur normal, dass, ich meine, die erste Strecke ging mega gut von der Hand, ist eine schöne Einstiegsstrecke.
Aber jetzt hier und auch gerade, also man muss schon ein bisschen aufpassen und was tun dafür, um hier gute Platzierung zu haben. Aber es sollte ja auch so sein, weil so Rennspiele früher hatten ja größtenteils nicht so viel Content. Da muss man halt ein bisschen auf den Schwierigkeitsgrad bauen. Aber ich sehe schon, das ist wie bei Mario Kart, dass die so viel Items droppen können, wie sie wollen anscheinend. Weil der eine hat gerade zweimal seine Schlammbombe hintereinander gedroppt. Und der hat es jetzt auch gerade schon mal gedroppt gehabt. Ja, sowas mag ich nicht so gerne. Wenn die Items en masse haben. Okay, no, vor mir ist noch... Ach, er. Vielleicht werde ich ja doch Zweiter, wenn jetzt nicht großartig was passiert. Ich muss nur aufpassen, dass ich in keine Schlammbombe von ihnen reinfahre. Ah ja, dann bin ich halt Zweiter. Oh mein Gott. Ich wollte einen coolen Trick ins Ziel machen. Hab mich gleich eine Platzierung gekostet. Oh ja. Ja, könnt immer noch Platz 2. Es ist besser als Limburger. Ah, oh, die Musik hier ist richtig gut. Ja, Snickers, das ist ja nur einmalig. Das hilft mir nicht viel. Shooting Star. Ja, ich will das Geld irgendwie nicht ausgeben für sowas. Ich will halt in Hardware investieren. Ich habe das Gefühl, dass ich halt Food oder Shoot, lol, dass ich das nur einmal verwenden kann. Und dafür ist es mir halt schon zu teuer. Ich möchte halt gern in Reifen und den Motor investieren. Let's rock! Boah, dieser Professor, vor dem habe ich so Angst, dass mich der wieder in dieses komische Viech verwandelt. Das hatte nämlich mein Cousin auch als Actionfigur, weil der war bei dem Professor dabei. Und ich glaube, den Limburger hatte er noch. Die drei und eben Winnie als Good Guy mit Motorrad. Ich habe die drei Biker meist von damals nur hier ohne alles. Ohne Motorräder, ohne Helme oder Equipment, nur die drei Figuren. Aber zumindest mit intakten Fühlern. Weil teilweise sind da die oft schon weggebrochen. Vielleicht kaufe ich mir die Neuauflage, mal gucken. Das Nitro bringt einen nach vorne. Diesmal hat mich die Schlammkugel zum Glück nicht erwischt. Aber seht ihr, wie oft der die droppt? Alle paar Meter. Unfair. Mit seinen Fässern hinten sieht es ein bisschen aus wie, keine Ahnung, ein Asterix und Obelix. Aber das ist eine coole Strecke. Ist eine coole Strecke. Hat Chancen. Booster. Komm schon, Nitro. Och, Geld. Aber wahrscheinlich ist jeder Gegner, wer vor einem ist, nervig, weil der Professor dann ständig sein "Ich verwandle dich in das Ding" machen wird. Final Lap, ja. Nochmal Nitro. Geld. Auf jeden Fall ist jetzt hier Feuerwerk. Aber ich muss nur aufpassen vor diesen Schlammkugeln. Aber es läuft, ich will es nicht verschreien, ich mache jetzt auch keinen coolen Trick vorm Ziel. Nicht, dass mich der Limburger wieder einholt. Ich könnte ja trotzdem Zweiter bleiben. Wahrscheinlich mit großer Sicherheit. Wie halt dieses Text nach jedem Rennen kommt. Also Snickers musste echt gut investiert haben. Oh, jetzt kann ich mir Engine kaufen. Aber es ist wahrscheinlich vorbei, weil es 4 Rennen waren, oder? Shop. Yes. Dankeschön. Moonbase. Ja, es hört sich nach Finale an. Also sind der Biker meist vom Mars, nicht vom Moon. Oh, die sieht aber schön aus von den Farben her. Und los geht's.
Ja, es hört sich auch musikalisch stark nach Finale an. Ich will mal probieren, wenn der jetzt vorbeifährt. Ach, wenn man das Rammen beherrscht, glaube ich, kann es einem schon helfen. Er ist halt rechts, links, macht ja auch Sinn. Aber wenn man jetzt, je nachdem in welche Richtung man fährt, kann es ein bisschen irritierend sein. Die wirkt jetzt ein bisschen fad vom Aufbau her, wenn ihr unten links seht. Das ist eigentlich wirklich nur im Viereck fahren. Und passieren tut eigentlich nicht viel. Das heißt, in den Stages davor war ein bisschen mehr Action geboten. Tschüssi. Das 3 da unten, heißt es noch 3? Ja, Laps. Okay, ich dachte, das sind vielleicht meine Leben, aber nee, das waren die Laps. Oben ist auch, steht auch 3 mal. Das könnte wahrscheinlich... Ach, das ist das Springen. Das ist das Springen, jetzt weiß ich's. Die roten Dots bin ich mir noch nicht sicher, was das bedeutet. Wichtig ist gerade, dass ich auf Platz 1 bin. Okay, das fühlt sich schon cool an, das Springen und dass man von den Düsen unten nochmal hochgeschoben wird. Das hat was. Ich habe einen kleinen Vorsprung vor den anderen. Jetzt nicht mehr. Das meine ich jetzt. Das Springen und dann nochmal so hochgeboostert werden. Macht Spaß. Vielleicht könnte ich jetzt doch Platz 1 sein. Geht's doch noch weiter. Das könnte knapp werden. Nee, der hat, ich glaube, Grease hat immer noch mehr. Oh ja, ich bin immer noch Zweiter. Okay, ich bin immerhin qualifiziert für irgendwas. Weiß nicht für was. Vielleicht geht's noch weiter. Fahren wir jetzt zu dritt weiter? Siegerehrung. Snickers, natürlich. Jetzt habe ich voll Lust. Die Werbung zieht. Jetzt habe ich voll Lust auf einen Snickers. Passwort. Als könnte ich es mir merken. Ich fotografiere es mal schnell ab. Falls ich es jetzt wieder eingeben muss, um weiterzumachen, könnte ja sein. Aber das hat man früher nur ohne ein Foto-Handy gemacht, ey. Oder geht es jetzt hier gleich weiter? Round 2. Tatsache. Oh mein Gott, ist ja cool. Ich dachte jetzt, man fährt einfach... Entschuldigung, den Cup. Macht den fertig und fährt einfach den nächsten Cup. Aber das ist ja wirklich wie ein Story-Modus, ey. Da macht ja das Aufwerten vom Motorrad ja auch Sinn. Nee, ich spar noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Frau hieß. Der eine oder andere von euch wird es bestimmt noch wissen. Aber ist eben lange her, meine Biker-Meisterzeit. Broken Overpass. Okay, die sind doch wieder dabei, die disqualifiziert wurden. Dachte jetzt, jetzt geht's zu dritt weiter. Ich muss auch sagen, 6 Fahrer reichen auch vollkommen aus für diese Art von Spiel und die wichtigen Charaktere sind dabei. Völlig legitim. Mit mehr Fahrern wäre es auch wahrscheinlich sehr chaotisch und unübersichtlich. Würde ich in echt auch so viel Geld auf der Straße finden, wie ich es hier finde. Komm wie nie. Gerade wollte ich sagen, der, wenn vor mir ist, das ist die Hölle. Ich sehe es dann schon immer, dass es eigentlich da liegt und fahre dann noch voll rein, weil mich das so nervös macht. Nitro, okay, aber jetzt ist zu kurvig hier, dass ich es mache. Nach der nächsten Kurve, jetzt. Aber meine Mäuse-Kollegen, die lassen eigentlich nichts fallen und schießen mit nichts. Das sind eigentlich nur die Bad Guys. Also ist man doch ein bisschen Buddy.
Weil der Limburger macht so eine Elektroattacke. Er Schleim und der Professor macht die mieseste Attacke. Wobei die wahrscheinlich auch nicht mehr Zeit frisst wie in der Schlammpfütze. Aber es fühlt sich eben viel schlimmer an. Okay, wenn ich es jetzt nicht verdaddel, könnte ich einen guten Sieg einfahren. Ja, sieht doch gut aus. Sieht gut aus. Komm, fahr das Ding nach Hause. Ah. Ich wollte es einfach noch mal probieren mit einem coolen Stunt ins Ziel. Ich habe das null unter Kontrolle. Na gut, ich habe nur einen Platz verloren. Kostet mich halt ein bisschen Geld jetzt, mein Trick. Reicht das für den Motor? Ich glaube, der hat 6.000 gekostet, ne? 9.000. Dann kaufe ich mal nochmal Reifen. Schadet ja nicht. Grab Hill Island. Los geht's. Sind ja anscheinend doch immer die gleichen Strecken. Oder die sehen nur ähnlich aus. Gott, jetzt habe ich genau meine zwei Angstgegner vor mir. Komm, Vinny, zieh an. Aber Limburger ist echt mega krass unterwegs. Immer auf Platz 1 irgendwie. Nicht Limburger. Der Grease oder wie der heißt, der mehr oder weniger Handlanger. Mit seinem Schlammauto. Limburger ist ja der vor mir, der richtig spooky aussieht unter seiner Menschenfratze. Ach, er ist gar nicht. Ja doch, er war eins. Wo sind denn die Mäuse? Sind die so abgeschlagen? Wahnsinn. Boah, ich will gar nicht wissen, wie das auf hart ist. Da droppen die bestimmt Items ohne Ende. Aber für hart muss man, glaube ich, schon alles ein bisschen besser beherrschen als ich jetzt. Der immer sich selber am Bein stellt mit seinen Tricks vor dem Ziel. Aber was macht man nicht alles, um eine coole Maus zu sein? Ich krieg dich schon noch, Limburger. Aber man muss schon echt dranbleiben jetzt, ey. Ei. Okay, Snickers, nehmen wir es einfach mal. Das gibt nämlich Speed. Ordentlich Speed. Und ich kann die rammen. Aber leider hat es nicht gereicht, um den ersten einzuholen. So, auf ein Rad fahren kriegt auch immer einen Boost. Nur traue ich mich das nicht. Das ist mit Schultertaste und Steuerung. Und wir haben alle gesehen, wohin das führt. Boah, aber jetzt 9.000 für den neuen Motor. Boah. Die kommen einfach nicht vorbei an Grease. Aber mein Gott, das Spiel macht wirklich Spaß. Spielt sich super, Musik macht absolut alles richtig. Das Aufwerten vom Motorrad ist so, ist einfach ein, ja, eine Motivation, besser zu werden. Ja, okay, ist doch anders. An das kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass das schon war. Mit diesem Abfluss aus Sand. Ziel? Ja. Und Cash. Ja.
Also man bekommt hier echt oft Cash. Oder ich müsste einfach besser drücken, dass das Roulette da oben, oder wie man das nennt, dass das nicht von sich aus läuft, sondern dass ich es frühzeitig beende, um ein besseres Item zu bekommen. Das probiere ich jetzt mal. Wenn ich durchs Ziel bin. Oh, Geld. Okay, mein Timing hat absolut nichts gebracht. Kommen wir nicht so viel anfahren. Ah, die Strecke ist ganz cool, die macht Spaß. Ich habe ein kleines bisschen Abstand zu den anderen, aber ein, zwei Fehler und die sind schon da. Oder die machen jetzt so ein Item. Aber ich glaube, das hat eher einer weiter hinten gemacht, sodass den zwei Platzierten jetzt auch aufgehalten hat. Wirkt zumindest so, wenn ich auf die Map unten links gucke. Ei. Okay, ist zumindest das erste Mal passiert, dass ich in so eine Flamme rein bin. Ist ja doch schon was. Cash. Ah gut, ich will ja mal einen teuren Motor. Dann nehme ich jedes Cash gerne. Soll ich mal einen Trick machen vor dem Ziel? Ich probiere es einfach, ich probiere es. Es klappt wirklich nie, es klappt wirklich nie. Aber immerhin ist jetzt Limburger vor mir, das heißt, es gleicht sich ein bisschen aus mit den Punkten und es war nicht wieder Grease. Unfassbar, wie ich es einfach nicht auf die Reihe bekomme. Und bestimmt dadurch jetzt schon keine Ahnung, wie viele Punkte verloren habe. Jetzt lasse ich es wirklich ganz gut sein. Aber ich komme zumindest nah ran an den Betrag, den man braucht für den neuen Motor. Oh, da sind, wenn ihr unten links seht, eine fiese Kurve jetzt gleich. Okay, okay. Quasi sind die wirken vom Setting schon ähnlich zur ersten Runde, die ich hier gefahren bin, aber die Stages sind anders. Wirken nur optisch gleich. Wahrscheinlich immer das gleiche Setting, das sich wiederholt. Aber das wirkt jetzt hier schon ja, ein bisschen fordernder. Na toll. Alles verpasst. War klar. Ja gut, er darf mich überholen. Er ist in der Liste doch weiter hinter mir. Weil die gewinnen irgendwie nie Modo oder Throttle. Immer einen vor den Bad Guys. Oh, hat er mich rausgekickt. Och, war so klar. Komm schon, Nitro. Geld. Mich macht diese Zielscheibe schon immer ganz nervös. Toll, jetzt habe ich einen vor mir, einen hinter mir. Ich musste nur irgendwie einholen, dass der endlich hinter mir ist. Oder ich benutze das Item. Sorry, Throttle. Los geht's, Winnie, 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 Winnie. Oh, jetzt hat es einen anderen da. Oh, jetzt. Oh, Gott sei Dank war jetzt das Teil da, ey. Das konnte ich nicht springen, eben weil der Boden so vibriert hat. Final Lap, okay, okay. Wahrscheinlich heißt es Feuerwerk, dass es aktuell meine beste Runde ist von der Zeit her. Oder dass vielleicht die Final Lap ist, keine Ahnung. Eieiei, doof. Hab den Speeder verpennt. Ah. Na gut, ihm gönn ich's. Ich meine, wenn jetzt sogar die. Habt ihr gesehen, die CPU ist sogar gegen die Wand gefahren. Dir gönn ich's, mein Freund. Vor allem ist der. Hat erst 160 Punkte. Das könnte ich.
Ah, Greasy ist immer noch vor mir. 30 Punkte. Oh, noch ein Rennen, dann könnte ich mir den großen Motor kaufen. Ist ja cool, ist ja cool. Oh, ich finde diese Sprites ohne Witz so toll vor dem Biker-Mais. Also auch vor den Bösewichten. Mein Gott, ich hätte gedacht, es wird wahrscheinlich so ein 5-Minuten-Video, weil ich mich so anstelle. Aber wenn es gut läuft, qualifiziere ich mich auch noch für die nächste Runde. Oh. Okay. Das wollte ich jetzt nicht, dass passiert. War mein Sprung dann zu kurz? Anscheinend. Oha, was ist denn jetzt los? Ach, da war ein Ventilator, der mich runtergedrückt hat. Gar nicht mitbekommen beim ersten Mal, als ich da durchgefahren bin. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob ich es jetzt schaffe. Was ich beziehungsweise gerade falsch gemacht habe. Ach so, gar nichts. Habe anscheinend nur den Speeder nicht richtig erwischt. Ah ja, jetzt habe ich die Ventilatoren gesehen. Also weit bündig fahren auf der linken Seite. Okay, das hatte ich auch noch nicht, das Item, dass die anderen einen Stopp haben. Quasi, ich halte die Zeit an. Hier waren auch Ventilatoren. Hier, ja. Mein Geld nicht vergessen. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich doch wieder so fange, da ich jetzt zweimal explodiert bin. Geld. Ja. Aber dann kann ich mir jetzt, wenn ich jetzt das Ding echt hier nach Hause fahre, dann kann ich mir endlich einen neuen Motor kaufen und dann soll es ja echt ordentlich zur Sache gehen. Oh, sehr gut. Nur noch eine Kurve. Ja, mal endlich wieder Erster geworden, weil ich nichts verkackt habe. Oh, ich habe so Durst. Aber Greasy ist mir stark auf den Fersen. Ach, das war's schon. Aber ich bin Erster. In der zweiten Runde. Mega gut. Und die zwei... Oh, schade. Aber ich schlage mich gar nicht so schlecht, ohne Witz. Ich fotografiere nochmal schnell ab, auch. Damit... Vielleicht spiele ich ja für mich privat weiter. Sollte ich doch, ja, in die Binsen gehen. Riding Wild. Ja, wahrscheinlich wird es jetzt auch wild. Aber jetzt kann ich mir den Motor kaufen. Oder? Ja. Oh, jetzt geht's ab. Gibt's noch einen? 13.000. Ja, 13.000 ist eine Ansage. Oh, jetzt bin ich echt gespannt, ob da eine gute Abstufung ist zum Schwierigkeitsgrad. Boah, da lag jetzt schon ordentlich was auf der Straße, aber irgendwie ist das wieder weggegangen. Anscheinend haben es meine Buddies absorbiert und denen macht es nicht so Schaden wie mir. Boah, schöne Kurvenlage. Schön mit dem Knie auf der Straße. Ich will das echt wieder öfter spielen. Ich habe das, wie gesagt, als ich halt angefangen habe mit Retro-Spielen, so vor 20 Jahren, mit Internet-Emulatoren und so, habe ich das schon ein bisschen gespielt. Aber ich konnte mich halt echt nicht mehr so erinnern.
Da man ja doch, wenn man jetzt so wie ich retro interessiert ist an Videospielen, man spielt einfach mit den Jahren so viele Spiele, dass man oft gar nicht mehr weiß, habe ich das schon mal gespielt, wie fand ich es? Und das habe ich mittlerweile sehr oft bei Spielen. Manchmal fange ich sogar an, ein Video zu schreiben, bis ich merke, ich habe darüber schon ein Video gemacht, einfach weil es halt mit den Jahren zu viel geworden ist. Da hat man dann keinen Überblick mehr, außer halt natürlich so Evergreens, die man immer wieder spielt, aber so an sich gibt es halt echt viele Spiele, wo ich nicht mehr weiß, weil ich die schon gespielt habe. Ich hätte gerade mein Nitro eher nähen sollen, weil ich durchs Ziel gegangen bin und ein Item quasi hergeschenkt habe. Oh, hätte ich jetzt nicht gesehen. Ey Limburger, wenn du jetzt wieder dein Elektrozeug schießt. Final Lap, oh mein Gott. Aber immerhin Nitro. Och. Ja, okay, das fordert mich gerade schon ein bisschen mehr als die ersten zwei Runden. Oder die Strecke ist jetzt hier nur so mies. Oh mein Gott, werden wir drei Mäuse Erster? Ja, anscheinend nicht. Anscheinend wird es der Limi. Ha! Ja, nee. Grease ist schon wieder so gut. Der Professor hat ja gar nichts zu melden immer im Rating. 80 Punkte nur. Uiuiuiui. Das ist echt wenig, wenn man bedenkt, dass der erste 300 bekommt. Da muss man dann schon ordentlich was rausholen, dass man dann wieder vorne dabei ist, ey. Wenn ich jetzt zwei oder sogar dreimal so weit abgeschlagen bin, dann kann ich es eigentlich vergessen. Ich bin gespannt, wenn ich da unten links die Map angucke, was mich da unten erwartet an der großen Fläche. Sieht jetzt aus, als wäre da viel Platz zum Fahren, aber da sind bestimmt Hindernisse. Ach, Häuser. Ja, okay, die kann man zumindest ein bisschen einplanen. Och. Komm schon, verwandel dich zurück. Ganz schönes Gerangel, ey. Oh mein Gott, ich weiß jetzt, wie man auf ein Rad fährt. Ich muss einfach nach unten drücken. Oh mein Gott, und ich wundere gemeint, was das für eine Spezialattacke sein muss, dass ich irgendeine Combo machen muss an den Tasten. Ach, und da kann ich Geschosse, die vor mir am Boden liegen, abwehren, oder wie? Oh mein Gott, das finde ich jetzt erst nach 2 Stunden raus. Tatsache, oh mein Gott. Ey. Das macht ja alles um so viel angenehmer. Klar, ist immer noch blöd. Komm, jetzt habe ich Snicker Page. Ah, doof, doof. Ja, okay, es läuft schon besser als die erste Runde. Aber Grease und Limburger sind echt tough. Also die kleben einen wirklich am Hintern. Zu spät gedrückt, mein Wheelie. Oh mein Gott, da ist der Prof. Der hat jetzt auch so eine komische Tentakel gehabt, oder was das war. Dritter. Ah, das ist wieder zu wenig, ey. Ja, ich kann Dritter sein. Ne, Vierter immer noch. Jetzt muss ich mal besser werden. Ich kaufe jetzt einfach mal so einen Snickers. Völlig egal. Food, yes. Dann kaufe ich auch einfach noch eine Rakete. Völlig egal. Nee, danke. Dann gucken wir mal. Vielleicht bringt mich das besser zum Ziel. Viele Kurven. Und es sah auch aus, als wären so Sandsachen wieder. Natürlich traue ich mich jetzt erstmal nichts drücken, weil ich nicht gleich meine Raketen vergeuden will, weil ich nicht weiß, wie viel ich davon habe.
Eieiei. Ich habe jetzt auch ein paar Tasten gedrückt. Aber irgendwie kam noch nichts mit Raketen. Ist auch ein weirdes Item. Ist quasi eigentlich wie der Stern bei Mario Kart. Dass er alle anderen ein bisschen ausbremst. Oh, fies. Danger, okay, ich muss jetzt... Ach, jetzt geht es auf einmal in die Richtung. Danger, Danger. Oh, die Strecke ist schon cool, aber fordern. Ja, die Frage ist, wo traue ich mich jetzt das Nitro nehmen? Jetzt kommt eine Gerade, bisschen. Danger, Danger. Ach, hier geht's nach links. Das dachte, es ändert sich vielleicht, aber tut sich's nicht. Geld. Ich meine, den neuen Motor werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben. Der kostet ja irgendwie 14.000. Das schon recht viel ist. Ja gut, der kleine Dude hat's verdient, dass er da reinläuft. Okay, Nitro. Passt. Das Kurvengehen macht halt echt Spaß. Ich hasse dieses kleine Kerlchen so. Schon immer. Aber wenn ich jetzt Fünfter werde, das würde in meinem Resultat nicht so gut stehen. Vierter. Oh, Sechster. Was stand doch gerade was mit Vierter? Ist doch gekauft. Oh, das sieht jetzt, glaube ich, ganz düster aus. Puh, 40 Punkte nur. Da bin ich gleich auf, oder? Mit dem Prof. Uiuiui. Ja, okay, das war jetzt die letzte Runde. Aber hey, ich habe zwei Runden überstanden. Dafür, dass ich das Spiel, keine Ahnung, wann mal angespielt habe. Oh mein Gott, Silent Circus, das klingt schon so. Aber wo ist mein Snickers und meine Raketen? Hätte ich die auswählen müssen? Egal, was ich drücke. Ich fühle mich gerippt. Ist halt auch immer saucool hilfreich, dass dieser Finger kommt. Falls man jetzt keine Zeit hat, unten hinzugucken, wo man, welche Richtung es weitergeht, dass man es trotzdem sieht. Also so ist tolles Spieldesign. Okay. Ach, dieser Grease. Der macht mich fertig. Das ist echt mein Erzrivale geworden durch das Spiel hier. Schon wieder Fünfter. Aber jetzt mal was Cooles. Na gut, Erdbeben. Oh. Aber immerhin droppen halt die zwei Mäuse nix an Items. Sonst wäre es echt ein bisschen too much. Reichen ja die Elektrostöße und die zwei anderen Sachen mit Schlamm und in die hässliche kleine Figur verwandeln schon. Das meine ich. Schon wenig, gleich hast du's. Naja, eigentlich nicht, du bist Platz 5. Mein Snickers macht mich zwar schneller, aber ich habe halt leider keine Gegner jetzt dazu. Ach doch, jetzt, jawohl. Immerhin konnte ich die zwei Bad Guys ein bisschen boxen. Ich glaube, das ist die vorletzte Runde, oder? Zwei Laps noch, okay, mehr als ich gedacht hätte. Dann könnte es ein bisschen fordern werden. Ich muss jetzt nur die Kurve abwarten. Und jetzt gibt's Nitro. Oh mein Gott, war das ein gutes Nitro. Oh, war das gerade befriedigend, so über die ganze Seite zu springen. Das könnte vielleicht
Ich bin ja nicht mal Erster. Wo ist denn bitte der Erste? Oh mein Gott, der hat anscheinend viel Vorsprung. Ich nehme es jetzt gleich. Sorry, Modo. Ich muss gucken, wo ich bleibe. Ich hole den auch nicht mehr ein. Seht ihr unten links diesen Vorsprung, den er hat? Der bleibt immer auf Distanz. Ganz egal, wie gut ich... Das heißt, wie gut ich fahre. Ich fahre ja nicht gut. Ich fahre irgendwie... Welche Items ich benutze. Oh, das Feuerwerk irritiert mich ein bisschen. Jetzt noch einen schönen Stunt. Und immerhin Zweiter. Na, er schafft es, diesen coolen Wheelie. Ich nicht. Aber zumindest cool, dass er mit drin ist, weil den machen sie ja in der Serie auch hier und da mal. Boah, ich bin immer noch Vierter, oder? Boah, wie lange das Video jetzt schon dauert, ey. Wahrscheinlich ist meine Festplatte gleich voll. Venus Space. Aber Vierter ist ja immer noch zu wenig. Da bin ich ja disqualifiziert. Komm, Vini, das schafft mir noch. Wir müssen jetzt Erster werden. Am besten Fall, um zumindest Platz 3 zu werden. Und Kreese muss Letzter werden irgendwie. Der war, glaube ich, Erster, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest gehe ich davon aus. Das sind Ventilatoren. Oh mein Gott, ist das jetzt heftig. Seht ihr das? Sie ist ja übersät mit Fallen und Ventilatoren und... Oh mein Gott. Wo soll ich denn hier bitte das Nitro nehmen? Hier, glaube ich, war schön gerade. Aber jetzt nach der Kurve ist was heftig. Oh mein Gott, das ist... Das ist... Oh, das wird schwer, das wird schwer. Mein Gott, wo droppt mich der denn bitte? Ah ja, das ist jetzt unfassbar schwer, die nochmal einzuholen. Platz... Ah, da wären sie sogar, da wären sie sogar. Was ist, wenn ich hier springen mache? Ah ja. Gibt schlechtere Taktiken, oder? Oh, Zweiter könnte vielleicht auch noch reichen. Komm schon, komm schon. Oh, ich habe schon wieder Angst vor so einem Stromschlag. Aber das Springen bei diesen Ventilatoren hat recht gut funktioniert. Warum bin ich explodiert? Weiß kein Mensch. Verstehe ich gerade echt nicht. Ich bin ja nicht runtergefallen und vor mir lag ja auch nichts. Aber ich mag halt auch, dass es quasi wirklich so ist, je nachdem wie man, auch wenn man Letzter immer ist, dass es bis zum Ende geht, man nicht bei dem aktuellen Rennen gleich disqualifiziert wird, sondern erst am Schluss von dem ganzen Cup. So kann man sich trotzdem mal ein bisschen die Strecken angucken und muss nicht immer die gleiche Strecke fahren, bis man sie mal schafft. Zweiter. Ja, ich glaube, ich bin in den Top 3. Weil der vor mir hatte nicht wesentlich viel mehr Punkte. Ah, ich bin, glaube ich, immer noch Vierter. Damn it. Na, jetzt bin ich raus. Aber hey, ich habe, ohne Witz, ohne mich jetzt selbst zu loben, aber ich habe wirklich lang durchgehalten. War zweimal bei Top 3 mit drin. Und jetzt habe ich halt leider verloren. Oh, ich hasse ihn so sehr. Ich hasse ihn so sehr. Vielen Dank für eure lange Zeit, wenn ihr bis zum Ende da geblieben seid. Oh mein Gott, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Ausgabe wieder. Ciao.